Hallöchen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Anleitungsvideo von mir. Heute möchte ich mit euch Spiralsocken häkeln. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, dass man Spiralsocken stricken kann und dass das eine ganz einfache Variante ist, wenn man nicht so gut mit Fersenstricken unterwegs ist, weil man nämlich Fersen dann bei der Spiralsocke nicht stricken muss. Und genau das gleiche kann man natürlich auch häkeln. Und das habe ich hier schon mal vorgearbeitet. Eine Spiralsocke, bei der man nicht die Ferse häkeln muss, weil man aufgrund des Musters passt sich diese Socke wunderbar an dem Fuß und am Bein an, sodass es nicht notwendig ist, eine Ferse zu häkeln oder wahlweise zu stricken. Und wie das Ganze funktioniert, möchte ich euch hier in diesem Video zeigen. Dann habe ich noch was ganz Tolles verwendet, und zwar ein ganz, ganz wunderschönes, weiches Sockengarn. Viele Sockengarne sind ja manches Mal so ein bisschen kratzig, ein bisschen rau an den Füßen, und das hier ist super weich, also das ist einfach nur kuschelig, und habe hier so blau-lila-grüntöne gewählt. Von dieser von diesem Sockengarn, und zwar ist das die Ariana von Flotte Socke, und gibt es in mehreren unterschiedlichen Farbvarianten in meinem Online-Shop, und den Link dazu, den findet ihr unter diesem Video direkt in der Infobox. Das heißt also, da könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen, wenn ihr möchtet, und euch vielleicht ja auch so ein richtig schönes, ganz kuscheliges, weiches Sockengarn aneignen. Ich habe hier verwendet die Nadel, Häkelnadel der Stärke 3,5. Ihr benötigt dann natürlich auch eine Wollnadel und eine Schere. Und dann sei wie immer gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, würde ich mich sehr über Gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist, und könnt als eine der Ersten sofort loslegen. Und wenn ihr Fragen zur Anleitung habt oder vielleicht sogar Fotos von euren fertigen Werken nach meinen Anleitungen hochladen und zeigen möchtet, dann seid ihr in meiner Facebook-Gruppe gut aufgehoben. Dort helfen wir uns alle gegenseitig, wenn mal was unverständlich ist. Und auch diesen Link findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video, und da könnt ihr wie gesagt auch Fotos von euren fertigen Werken hochladen. Bei Instagram bin ich auch zu finden, und jetzt will ich nicht länger rumquatschen, los geht's! Ja, ich habe eben vergessen noch hinzuzufügen, wie viel Garn ihr braucht. Also es ist ein 50 Gramm Bobbel, und dadurch, dass dieses Spiralmuster recht viel Garn verbraucht, ist es so, dass ihr bis einschließlich Schuhgröße 36, 37, 2 Bobbel benötigt. Und alles, was da drüber geht an größeren Größen, da solltet ihr dann, wenn ihr mit diesem Originalgarn auch häkeln wollt, dann durchaus einen dritten Bobbel dazu kaufen, weil wie gesagt, dieses Muster halt sehr viel Garn verbraucht. Und ja, dann beginne ich jetzt, indem ich eine Masche auf die Nadel aufnehme. Es ist so, dass wir von der Fußspitze an beginnen, also von hier unten bei den Zehen, und uns dann langsam hocharbeiten. Also so, wie ich das hier quasi schon einmal vorgehäkelt habe. Von hier unten beginnen und dann langsam bis zum Bündchen hoch arbeiten und hochhäkeln. So. Wir beginnen bei allen Schuhgrößen mit 5 Luftmaschen, stechen dann in die erste vom Anfang ein und schließen das mit einer Kettmasche zur Runde. Wenn man mich denn hier eine Kettmasche häkeln ließe. Manchmal ist der Anfang ein bisschen friemelig, das kennt ihr vielleicht. So. Dann beginne ich jede Runde mit einer Luftmasche, und wir häkeln jetzt erstmal in diese Runde 5 feste Maschen. Falls ihr gesehen habt, ich habe diesen Fadenanfang hier oben mitlaufen lassen und dann quasi eingehäkelt. So, ich habe jetzt 5 feste Maschen gehäkelt, steche hier am Anfang in die erste Masche wieder ein und schließe mit einer Kettmasche zur Runde.
So, dann haben wir jetzt die erste Runde fertig gehäkelt. Es ist jetzt so, dass in den ersten Runden, da häkeln wir durchgehend feste Maschen. Und da häkeln wir die ganzen Zunahmen, die wir für die jeweilige Schuhgröße benötigen. Wie viele Zunahmen ihr insgesamt benötigt und an welchen Stellen ihr sie häkeln müsst, das habe ich in einer Tabelle notiert und hinterlegt. Und die findet ihr auf meiner Webseite. Den Link dazu, den findet ihr auch in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort findet ihr oder gelangt ihr sofort zu dieser Anleitung, wo die ganzen Zunahmen für die jeweiligen einzelnen Schuhgrößen notiert sind. Ich beginne mal mit den einzelnen. Und ein wichtiger Hinweis ist noch, dass wir jetzt nicht in Spiralrunden häkeln, das heißt immer wieder dieselbe Runde, sondern nach jeder Runde wird die Richtung gewechselt. Das heißt, wir häkeln normale Runden, keine Spiralrunden. Jede Runde wird mit einer Luftmasche begonnen und dann wird die Arbeit gewendet. In Runde 2 findet die erste Zunahme gleich in der ersten Masche statt. Eine Zunahme bedeutet, wir häkeln in eine Masche 2 feste Maschen. Dann Masche 2 und 3 wird normal gehäkelt. In Masche 4 findet wieder eine Zunahme statt. Also wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Masche 5 wird ganz normal gehäkelt mit einer festen Masche. Und dann beenden wir die Runde, indem wir am Anfang wieder in die erste Masche einstechen und eine Kettmasche häkeln. So. Jetzt beginnen wir in Runde 2. In der nächsten Runde, wir beginnen wieder mit einer Luftmasche, wenden das Ganze und jetzt häkeln wir die erste Masche normal, dann die zweite Masche wird verdoppelt bzw. eine Zunahme gehäkelt mit 2 festen Maschen in die gleiche Masche. Masche 3 und 4 wird jeweils mit einer festen Masche gehäkelt. In Masche 5 kommen wieder 2 feste Maschen. Und jetzt die letzten beiden Maschen werden jeweils mit einer festen Masche gehäkelt. Und dann wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche zur Runde schließen. Jetzt haben wir insgesamt 9 Maschen nach den Zunahmen, die wir jetzt gehäkelt haben, oder mit den Zunahmen, die wir jetzt gehäkelt haben. In der nächsten Reihe, wir beginnen wieder mit einer Luftmasche, wenden das Ganze. Und ihr müsst immer in die Tabelle schauen, wann, wo, welche Zunahmen gehäkelt werden und insbesondere auch, wie viele Zunahmen ihr für welche Größe benötigt. Die erste Masche noch normal mit einer festen Masche, in der zweiten wird wieder eine Zunahme gehäkelt, das heißt wieder 2 feste Maschen in eine. Dritte und vierte Masche normal mit einer festen Masche. Die fünfte Masche wird wieder verdoppelt, das heißt wieder 2 feste Maschen in eine. Die sechste und die siebte Masche mit einer festen Masche. Und in der achten wird wieder eine Masche zugenommen, das heißt wieder 2 feste Maschen in eine häkeln. Und dann noch eine feste Masche so häkeln, die neunte. Und dann wird wieder mit einer Kettmasche hier vorne in die Runde dann das Ganze geschlossen. Und dann wird jetzt immer weiter so gehäkelt. Achtet stets auf die Tabelle, die auf meiner Webseite hinterlegt ist. Und dort ist auch die Schuhgröße hinterlegt, wie viele Zunahmen ihr für welche Schuhgröße benötigt. Das heißt also, wie viele Maschen ihr insgesamt in der Runde für welche Schuhgröße benötigt. Wichtig ist, dass ihr am Ende für dieses Muster, für diese Spiralsocke, eine Maschenanzahl habt, die teilbar ist durch 8. Das ist ganz wichtig, da müsst ihr drauf achten.
Und ich häkel jetzt entsprechend die Zunahmen weiter, bis ich bei der gewünschten Stelle angekommen bin, wo ich weiter erkläre. Und dann sehen wir uns genau zu diesem Schritt wieder. So, wenn ihr dann soweit seid, dass ihr alle Zunahmen gehäkelt habt, die ihr für eure Schuhgröße benötigt, häkelt ihr im Anschluss noch insgesamt 4 weitere Runden ohne Zunahmen mit den festen Maschen. Immer dann eben zu Rundenbeginn die Arbeit wenden, wenn ihr die Luftmasche gehäkelt habt und wenn ihr dann auch diese 4 Runden, die ich auch schon gehäkelt habe, fertig habt, dann beginnt ihr mit dem Hauptmuster, mit dem Spiralmuster. Und zwar häkelt ihr dafür erst einmal als Basis eine Runde Stäbchen. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen, die sind als Ersatz für das erste Stäbchen. Und dann häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen. Ich häkel jetzt mal entsprechend vor und dann sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich eben, als ich die Runde mit den Stäbchen begonnen habe, die Arbeit nicht mehr gewendet, denn mit Beginn der Stäbchen müssen wir das auch nicht mehr ab. Jetzt werden nur noch Spiralrunden gehäkelt mit Beginn dieser Stäbchenrunde. Und wenn ihr dann einmal ringsherum seid, dann stecht ihr in die oberste Luftmasche vom Anfang und häkelt eine Kettmasche, um die Runde zu schließen. Und von jetzt an häkeln wir nur noch Spiralrunden, beziehungsweise, das häkeln wir ja jetzt schon, Reliefstäbchen meinte ich. Und wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen. Das ist immer auch als Ersatz für das erste Reliefstäbchen in der Runde. Und wir beginnen mit 3 Reliefstäbchen von vorne. Dann haben wir quasi die erste Vierergruppe zusammen mit diesen 3 Luftmaschen. Und von jetzt an häkeln wir immer 4 Reliefstäbchen von hinten. Und dann wieder 4 Reliefstäbchen von vorne. Und dann immer im Wechsel 4 von hinten, 4 von vorne. Das ergibt dann gleich, oder wie ihr hier schon erkennen könnt, so eine Art 3D-Muster, so eine Art 3D-Effekt, also Relief-Effekt. Und wenn ihr hier am Anfang oder Ende der Runde angekommen seid, wieder eine Kettmasche hier in die oberste Luftmasche rein. Und diese Runde wiederholen wir dann noch ein weiteres Mal, dass ihr dann wieder häkelt 3 Luftmaschen und dann wieder 3 Reliefstäbchen von vorne und dann immer 4 von hinten, 4 von vorne, 4 von hinten, 4 von vorne. Ich häkel jetzt einmal diese Runde zu Ende und dann noch die Nachfolgerunde, die genauso gehäkelt wird. Und dann sehen wir uns zum nächsten Schritt wieder. Wenn ihr dann soweit seid, sieht das Ganze dann so aus. Jede Musterfolge besteht aus insgesamt 3 gleichen Runden. Und jetzt haben wir die dritte Runde inklusive der Stäbchenbasisrunde beendet. Also die Stäbchenbasisrunde, die gehört mit zu den 3 Runden dazu. Und dann verschiebt sich das um eine Masche. Das heißt also, wir starten wieder mit 3 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir an dieser Stelle nicht 3
Reliefstäbchen von vorne, sondern vier. Und von da an vier Reliefstäbchen von hinten. Und dann wieder vier von vorne und immer im Wechsel. Und das häkeln wir jetzt drei Runden hintereinander. Das heißt also dreimal insgesamt, drei Runden insgesamt immer mit drei Luftmaschen starten und dann vier Reliefstäbchen von vorne, vier von hinten, vier von vorne und so weiter. Und wenn ihr dann soweit seid, sehen wir uns gleich zum nächsten Schritt wieder. Wenn ihr dann diese drei Runden auch fertig gehäkelt habt, verschiebt sich das Ganze um eine weitere Masche. Das bedeutet, wieder mit drei Luftmaschen beginnen. Und eben haben wir ja gehäkelt, dann vier Reliefstäbchen von vorne. Jetzt ändert sich das Ganze, indem wir ein Reliefstäbchen von hinten häkeln. Und erst dann kommen vier Reliefstäbchen von vorne. Und vier Reliefstäbchen von hinten. Und dann wieder vier von vorne, vier von hinten, immer im Wechsel. Insgesamt auch für drei Runden. Und wenn ihr diese drei Runden dann auch fertig gehäkelt habt, dann verschiebt es sich um eine weitere Masche. Das bedeutet dann wieder mit drei Luftmaschen starten und dann häkeln wir zwei Reliefstäbchen von hinten. Und erst dann kommen vier Reliefstäbchen von vorne, vier von hinten, vier von vorne. Und jedes Mal, wenn wir diese drei Runden beendet haben, dann verschiebt es sich um eine weitere Masche. Irgendwann sind es dann drei Reliefstäbchen von hinten und dann vier von vorne, vier von hinten, vier von vorne. Und irgendwann sind wir dann bei vier Reliefstäbchen von hinten, vier von vorne, vier von hinten. Also es verschiebt sich dann immer nach drei Runden um eine weitere Masche nach vorne. Und genauso häkeln wir dann stets weiter. Auf diese Art und Weise entsteht diese Spirale Stück für Stück, bis wir dann irgendwann das Bündchen häkeln können. Und ich häkel jetzt erstmal weiter, bis ich hier oben angekommen bin beim Bündchen und erkläre es euch dann in dem nächsten Schritt. Und wie lange ihr häkeln müsst insgesamt, das erklärt sich aus der Tabelle. Da habe ich nämlich auch hinterlegt auf der Webseite, den Link findet ihr unter dem Video in der Infobox, wie lang das für jede Größe sein muss, also die Fußlänge. Dann kommt ja noch der Schaft dazu, der an der Wade entlang geht, vom Hacken aus, von der Ferse aus gesehen. Aber ich hinterlasse euch auf jeden Fall in der Tabelle, wie lang für jede Größe der Fuß ist, von der Fußspitze bis zur Ferse. Und wie lang oder wie hoch der Schaft werden soll bei euch, das müsst ihr dann letztendlich selber entscheiden. Jeder mag ja seine Socke unterschiedlich weit hoch haben am Unterschenkel. Und ja, wie gesagt, ich häkel jetzt erstmal entsprechend weiter. Und wenn ich dann am Bündchen angekommen bin, dann zeige ich es euch im nächsten Schritt. Wenn ihr dann eure Wunschlänge, die ihr für eure Größe benötigt, erreicht habt, so wie ich hier in diesem Fall, geht es darum, das Bündchen zu häkeln. Und hierfür häkeln wir erstmal eine komplette Runde normale Stäbchen, also keine Reliefstäbchen, eine Runde lang. Wir starten wieder mit drei Luftmaschen und dann wird in jedes Stäbchen oder in jedes Reliefstäbchen der Vorrunde ein Stäbchen gehäkelt. Die komplette Runde und wird natürlich auch wieder am Ende mit einer Kettmasche
in die oberste Luftmasche vom Anfang zur Runde geschlossen. Ich häkle jetzt einfach die Runde erstmal zu Ende und dann zeige ich euch, wie es im nächsten Schritt weitergeht. So, ich habe jetzt hier eine Runde Stäbchen gehäkelt. Wie weit euer Bündchen nach oben ragen soll insgesamt, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Jeder mag das ja unterschiedlich. Manche Leute lieben lieber so ein ganz weites, hohes Bündchen, manche nur so ein ganz schmales. Wichtig ist, dass ihr mindestens doch 2 Runden das Bündchenmuster jetzt häkelt. Ich mache es insgesamt 4 Runden. Das sieht dann in etwa so aus. Ja, so ungefähr nicht ganz 5 cm hoch. Also insgesamt 4 Runden das nun folgende Muster häkeln. Und zwar beginne ich auch hier wieder mit 3 Luftmaschen, wie immer. Und dann häkel ich immer im Wechsel ein Reliefstäbchen von vorne und sofort dann ein Reliefstäbchen von hinten. Immer im Wechsel. Eins von vorne und eins von hinten. Die ganze Runde lang. Eins von vorne und eins von hinten. Und wie immer mit einer Kettmasche am Ende schließen die Runde. Und wie gesagt, ich mache das jetzt insgesamt 4 Runden lang. Und dann geht es darum abzumaschen und die Fäden zu vernähen. Und das zeige ich euch dann, wenn ich soweit bin, im nächsten Schritt. Also bis gleich. Wenn ihr dann soweit seid und das Bündchen fertig gehäkelt habt, geht es darum abzumaschen und den Faden zu vernähen. Ich habe ihn hier schon mal abgeschnitten. Und häkel mit einer Luftmasche und ziehe den Faden komplett durch und ziehe den Faden auch an. Jetzt brauchen wir die Wollnadel. Ich mache hier nochmal einen Doppelknoten, damit der Faden sich auch wirklich nicht mehr lösen kann. Dann klappe ich das Bündchen auf die Innenseite und ziehe den Faden hier hindurch. Das heißt also, ich fädel ihn hindurch. Es geht darum, den Faden zu vernähen, damit er in der Socke quasi eingearbeitet ist, sich nicht mehr lösen kann, nicht absteht und hier drin eingearbeitet ist. Und dafür steche ich ein paar Mal hoch und runter. Damit er auf der Innenseite dann verschwunden und nicht mehr sichtbar ist. Wenn ich das so 3-4 Mal gemacht habe, dann kann ich den Faden abschneiden. Das gleiche machen wir dann auch noch mit dem Fadenanfang, der dann auch auf der Innenseite der Socke sein sollte, ganz unten in der Spitze. Und dann ist die Socke fertig. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch zu einer wunderschönen neuen Häkelidee inspirieren, zum Nacharbeiten anregen. Wenn man mit den Reliefstäbchen gut klarkommt, ist es eine ganz einfache Angelegenheit. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wünsche euch eine kreative Häkelzeit. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Romy. Tschüss.